Hallo. Neben mir auf der Treppe sitzt Heiner Lenz, der Bremer Bienenkönig. Sag mal, Heiner, wer hat dich denn zum König gekrönt? Tja, das habe ich gemacht wie Napoleon. Ich habe mich selbst gekrönt. Dahingehend habe ich eine gewisse Tradition. Die großen Häupter krönen sich selbst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Bremer Bienenkönig zu werden? Tja, also eine Pensionierung kündet sich ja irgendwann an. Man weiß ja, man wird älter. Und dann muss man ja die Zeit, die man sonst mit dem Beruf gefüllt hat, mit was anderem füllen. Da hatte ich eigentlich erst vor, sowas wie Stallmeister zu werden in einem Reitclub, den ich mit aufgebaut habe. Das hat sich dann aber leider zerschlagen und dann kam Plan B. Und dann fiel mir auf, ach, du hast ja seit 30 Jahren geimkert, mach das mal ein bisschen professioneller. Und dann war mir auch schon aufgefallen, dass Honig in jedem Stadtteil anders schmeckt. Und dann hatte ich auch die Kinder noch so mit dem Auge. Ich sitze dann ja quasi und wenn ich dann mit Verkleidung da, mit Krone und Mantel, dann habe ich auch die Kinder so als Ansprechpartner. Und die sagen dann, Bienenkönig gibt's gar nicht. Dann sage ich, doch, das kannst du doch sehen. Ich habe nur eine Krone auf. Nee, du schummelst. Und so, und das macht dann Spaß. Wenn du mit Kindern umgehst als Bienenkönig, wissen die, dass aus der Biene... Also denken die, oh, die Biene hat Honig hier und hier und dann kriegen wir das in ein Töpfchen oder so ähnlich wie jede Kuh ist lila oder der Strom kommt aus der Steckdose. Ist das so oder sind die schon mittlerweile sensibilisierter dafür? Also das Fernsehen macht da ja viel Wissenschaft und sowas. Also aber was ich dann mache mit den Kindern, wenn die dann mich besuchen, ist, also ich öffne ein Bienenvolk, von dem ich weiß, dass es ein liebes Bienenvolk ist. Man kennt ja seine Völker. Und dann ziehen wir ohne Schutz die Waben raus und dann müssen die Kinder mit dem Finger über die bienenbedeckte Wabe sich einen Finger Honig nehmen und ablecken. Und das macht Mut. Man gesteht einmal nicht den Mut, das ist auch mutig. Nicht? Und es ist ein bisschen grenzüberschreitend, das macht man sonst nicht. Und dann wissen sie Bescheid über die Bienen. Kannst du dich noch an dein erstes Mal mit Bienenvölkern erinnern? Also ich wollte gern, es war so 14, wir waren in die Stadt gezogen, vom Blockland in die Stadt und hatten einen Bienengast mitgenommen, ein Monstrum. Ein Monstrum? Ja, also was wurde man gar nicht mehr benutzt, ein Museumsstück. Ein Museumsstück. Und mein Vater nahm mich dann mit zu dem Imker, wo er ein Volk kaufen wollte und ich betrat das Grundstück und wurde gestochen. Tata! Und dann entwickelte meine Schwester, die ist Grafikerin, so das Logo für den Honig. Also Honig von Heiner Lenz nur echt mit der Imkerlippe. Und da das. Wo kann man denn deinen Honig bekommen? Ich bin regelmäßig auf dem Waller Wochenmarkt oder bei den Großveranstaltungen in der Speicherstadt. Alles klar, ich komme vorbei. Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Dann, man gibt ja so Weidmannsheil und Petri-Dings und so was. Sum-sum, wenn man geht, Mus-Mus. Sum-sum, Mus-Mus.